Wir haben uns mit Augsburgs OB Kurt Griebel und seiner Lebensgefährtin Sigrid Einfalt auf dem Stadtmarkt getroffen, zu einem ganz persönlichen Interview auf der grünen Couch. Kurt Griebel und Sigrid Einfalt erzählen von sich, ihrer Beziehung und sprechen auch ganz offen über das Thema Hochzeit. Wir sind heute mit der grünen Couch auf dem Augsburger Stadtmarkt und zufällig sitzen Herr Griebel und Frau Einfalt neben mir. Also halb zufällig. Herr Griebel, die Fastenzeit ist jetzt bald vorbei. Freuen Sie sich? Nö, das macht keinen großen Unterschied. Ich habe jetzt in der Fastenzeit nichts anderes gemacht, als was ich sonst auch machen würde. Okay, aber Sie haben in letzter Zeit sehr, sehr viel abgenommen. Na Gott sei Dank, ich bin erleichtert sozusagen, ja. Um wie viel? Ja, ich habe schon gut 20 Kilo abgenommen. Gefällt Ihnen Ihr Lebensgefährte jetzt besser? Natürlich gefällt er mir besser. Also ich habe nie was gesagt. Ich fand es schade, als er sehr zugenommen hat. Aber es hängt mein Herz jetzt nicht so an der Äußerlichkeit. Ja. Aber so ist es natürlich viel besser, ist schon klar. Frau Einfalt, suchen Sie die Krawatten für Herrn Griebel aus? Nein, überhaupt nicht. In der Tat ist es so, dass er mich jeden Morgen mit einer neuen überrascht. Nee, im Ernst, muss ich nicht machen. Er hat selber einen sehr guten Geschmack. Jetzt mal hier mal das Mikro mal beiseite gelegt. Wir kommen noch nicht mal dazu, selber über solche Dinge zu sprechen. Ich habe gerade vorhin gesagt, es ist interessant, wie viele Menschen sich die Zeit nehmen, über diese Thematik zu resonieren, während wir überhaupt... Das interessiert die Menschen am meisten. Ich sage jetzt nicht, um was es geht. Aber, schauen Sie, das ist so. Würden wir jetzt heiraten, dann heißt es nicht, heiraten es nur wegen des Wahlkampfes. Machen wir es irgendwann, dann heißt es, jetzt haben sie nicht mal wegen des Wahlkampfes geheiratet. Also, ja, also ehrlich gesagt, das ist eine Situation, da können wir es eigentlich nur falsch machen, weil uns sozusagen immer irgendeine Interpretation unterstellt wird. Tun wir es nicht, dann wird sozusagen die Aussage getroffen, ja, die stehen nicht einmal zueinander. Und wenn wir sagen würden, wir würden heiraten, dann haben wir schlicht und einfach die Aussage, oh, das machen die nur aus Wahlkampfgesichtspunkten. Eines ist klar und das ist für uns beide auch ganz wichtig. Wir stehen zueinander und wir lieben uns und das ist das Allerwichtigste. Und alle anderen Dinge sollten wir von einer Fremdbestimmung frei halten. Was mögen Sie an Herrn Griebel so gerne? Was schätzen Sie an ihm? Am allermeisten seinen liebevollen Humor, wirklich. Und Sie an Ihrer Partnerin? Sie ist unglaublich hübsch und klug. Das ist eine Kombination, die man nicht allzu oft findet. Ja, ich würde sagen, das war jetzt einfach ein schönes Schlusswort, oder? Vielleicht nutzen wir die Zeit noch ein bisschen über den Markt zu gehen, kurz was zu essen und dann geht's in den Stadtrat. Okay, Alltag. Vielen herzlichen Dank. Ja, danke.